Hallo, mein Name ist Ruth-Alice Kosnick. Heute gibt es ein neues Video zum Thema experimentelle Aquarelle mit Bast und mit Gesso. Als Material für dieses Video habe ich diesen Profi-Aquarellblock von Doré benutzt. 300 Gramm ist das, und zwar nur die Hälfte. Fixieren tue ich das hier mit Tesa Sensitiv. Ich arbeite immer auf einer Acrylglasplatte, weil man die schön auch weglegen kann oder auch mal hochheben kann, falls was läuft. Dann benötigst du Bast, Frischhaltefolie und eine Schere, ein dickes Buch zum Beschweren, eine Bildvorlage und einen harten und weichen Bleistift. Ich habe hier einen 4H und einen 6B Bleistift benutzt. Du benötigst auch noch Gesso. Ich habe hier noch einen Schrägschnittpinsel der Größe 8 verwendet und dann natürlich deine Aquarellfarben und einen Aquarellpinsel. Das ist ein französischer Pinsel der Größe 4. Falls du bestimmte Materialien suchst, ich habe unten Materialien verlinkt. Zuerst wird das ganze Blatt sehr feucht mit Farben belegt, die ineinander fließen, und die Farben müssen auch sehr hoch pigmentiert sein. Ich presse dazu oft den Pinsel aus, damit die ganzen Pigmente abgegeben werden. In die feuchte Farbe wird Bast gelegt. Und dann wird das Ganze mit einer Frischhaltefolie abgedeckt und beschwert. Und jetzt lege ich was zum Beschweren drauf und das muss ungefähr 2 Stunden trocknen. Jetzt sind ungefähr 1,5 Stunden vergangen. Ich gucke mal nach. Das müsste alles schon gehen. Ja, das sieht gut aus. Es ist natürlich jetzt noch feucht. Wenn ich das abnehme, muss ich das jetzt gleich nochmal föhnen. So ist es doch sehr schön geworden. Also ich wollte, dass eben diese ganzen Bassstrukturen da schön rauskommen. Und eben in diesen Mittelbereichen gibt es manchmal ganz ungewöhnliche Effekte durch die Folie. Jetzt präpariere ich wieder meine Vorlage, indem ich auf der Rückseite mit einem weichen Bleistift alles einschraffiere, damit ich es dann übertragen kann. Übertragen wird das mit einem harten Bleistift. Ich habe jetzt einen 4H dafür genommen. Die Übertragung ist nur sehr dünn zu sehen, aber das ist auch gut. Ich möchte nicht so starke Bleistiftstriche da drin haben. Und jetzt nehme ich einen Schrägschnittpinsel und lege einfach den Hintergrund der Figur einmal mit Gesso an. Das Gesso ist nur eine ganz dünne weiße Schicht. Den zweiten Auftrag mit Gesso, den lege ich so an, dass ich gucke, dass ich diese Linien, die hier durchgehen, nicht mehr berühre, sodass sie nachher optisch sich wieder herausschälen.
Also es geht darum, mit diesen zufälligen Formen, die hier entstanden sind, zu spielen und die eben in diesem zweiten Auftrag durchscheinen zu lassen. Zuletzt werden mit einem weichen Bleistift die ganzen Konturen noch etwas definiert. Und da achte ich immer drauf, dass das nicht einfach nur umrandet wird, sondern dass es an schattigen Stellen etwas dicker aufgetragen wird und an einigen Stellen auch mal ganz blass bleibt, sodass es eine schöne Spannung gibt von den Konturlinien. So, jetzt spanne ich das ab und zeige euch das nochmal als fertiges Bild. So, das ist das fertige Motiv. Und jetzt zeige ich noch einige Beispiele von meinen Kursteilnehmern, die gleiche Aufgabe hatten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch hier oder da weitere Videos zum Thema experimentelle Aquarellmalerei finden. Tschüss!